Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute fangen wir quasi ein neues Projekt an, was ich mir überlegt habe. Und zwar ist das Mission Spieletrend, wie der Titel schon verraten lässt. Ja, werden wir uns auf jeden Fall in den Dungeon begeben. Und zwar in den YouTuber Dungeon, in den neuen. Denn dort steht uns ein neuer Kontrahent an. Und zwar ist das der Spieletrend. Wir gehen mal vielleicht in die Remastered-Version dafür, damit man das besser sehen kann. Und das wird auf jeden Fall ein Mehrteiler werden. Denn, ja, so ein Mehrteiler wie Moses, by the way, der ist nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall ein Mehrteiler, denn das Ganze zieht sich dann doch ein wenig hin. Und zwar kann ich euch gleich noch verraten, warum sich das Ganze denn noch ein bisschen hinzieht. Wenn wir uns den Gegner mal genauer betrachten, hier den Spieletrend. Ihr habt ja schon ein paar Angriffe gegen ihn gesehen, deswegen denke ich mal, dass da die meisten schon Bescheid wissen. Ich werde mir erstmal noch mal hier alles in Intelligenz reinskillen, was geht. Und zwar ist bei dem Spieletrend hier das Ding, der one-shottet jeden meiner Begleiter inklusive mich selbst. Und dazu braucht er nicht mal Kritten. Ja, ihr habt es gesehen, er braucht nicht mal Kritten und One-Shot einfach jeden. Was heißt das im Umkehrschluss? Ich erkläre es nochmal. Im Umkehrschluss bedeutet das so viel, dass quasi jeder von meinen Begleitern nur einen einzigen Hit austeilt. Einen einzigen Treffer teilt der Gegenspieletrend aus. Und danach ist halt Schluss, weil dann wird er halt geone-shottet so. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man den ersten Schuss besonders gut trifft. Zum Beispiel, ihr habt es ja gesehen, bei mir habe ich einen guten Crit-Treffer gelandet und der Spieletrend, der hält halt nicht so viel aus. Der hat halt knapp 250 Millionen Leben und das ist relativ schnell, sag ich mal, aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen da, weil wir eh nur einen Treffer aushalten, brauchen wir so viel Damage wie möglich, weil der erste Hit von meinen Begleitern und mir selbst zählt. Alles andere ist egal. Das heißt, im Umkehrschluss so viel wie, es ist egal, ob ich jetzt nun einen einzigen Lebenspunkt habe oder jetzt wie hier 63,3 Millionen Lebenspunkte. Das spielt in dem Fall keine Rolle, weil ich so oder so nur einen Hit aushalte. Ja? Jetzt gucken wir uns den Gegner mal an. Der Spieltrend ist hier ein Magier mit 240.000 Intelligenz und dagegen macht sich das natürlich am besten, wenn man auch Intelligenz-Sachen anhat. Das heißt, am besten wäre es, wenn ich hier überall Intelligenzsteine drin hätte und eine Intelligenzwaffe, weil ja, es ist ja egal, ob ich jetzt nun so und so viel Leben habe oder halt jetzt ganz, ganz, ganz wenig. Deswegen ist es auch kontraproduktiv, auf jeden Fall eine Dreier-Attribute epische Waffe zu tragen. Deswegen machen wir uns heute auf den ersten Teil quasi der Mission. Wir versuchen für mich und für den Marquardt eine normale Intelligenzwaffe rauszusuchen, ja, weil die Konfettikanone hier, die ist halt eine Dreier-Attributswaffe und die bringt es halt eigentlich nicht so, weil halt da noch Ausdauer mit dabei ist und Glück mit dabei ist. Das sind zwei Stats, die wir nicht gebrauchen können. Wir brauchen wirklich nur Intelligenz und deswegen begeben wir uns auf die Suche. Man könnte noch vielleicht, aber das wäre ein bisschen zu viel, noch, keine Ahnung, eine normale Waffe für Kunigunde und Bertram, aber ich glaube, das macht den Kohl dann nachher wirklich nicht mehr fett. Ich glaube, das reicht dann aus, wenn wir zwei gute Intelligenzwaffen finden für mich und Marquardt. Und da machen wir uns jetzt auf die Suche nach, obwohl ich bin fast Level up. Ich guck mal, ich habe in der Zeitmaschine auf jeden Fall noch was. Dann können wir nämlich mit einem höheren Level gleich anfangen, ein bisschen nach normalen Waffen zu blättern. Mal gucken, ob das reicht. Wir schauen mal. Da haben wir 51 Mille bekommen. 42 Millionen Erfahrung. 43 Millionen. Natürlich auch immer die Ehre, ganz cool. Und da sind wir Level up. Sehr cool.
genau für solche Anlässe, huch, speichere ich mir immer ein bisschen Abenteuerlust hier, damit man dann so eine Sprünge machen kann. So, wir haben jetzt auch richtig, wir haben jetzt richtig viel Geld auf der Tasche. Das werden wir mal gleich hier weiter investieren in die Begleiter. Und dann natürlich, huch, hallo, alles hier in Intelligenz rein. Heben uns noch so ein bisschen was auf, denn wir brauchen nämlich jetzt noch ein bisschen Glück, damit wir eine gute Waffe finden. Ich mache mal hier für, dafür mache ich glaube ich mal Gegenstände vergleichen, mache ich mal raus. So, weil das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nur eine Intelligenzwaffe, am besten schon gesockelt. Und sie sollte auf jeden Fall mindestens eine 4100er Spanne haben. Das wäre ganz cool, weil die soll natürlich auch gut reinscheppern. So eine Low-Spannen bringen hier tatsächlich nicht sehr viel. Der erste Hit zählt halt, deswegen brauchen wir da auch eine sehr, sehr gute Waffe. Und das nächste, was wir halt brauchen, sind halt zwei Intelligenzsteine. Denn ich werde meine Waffe mit einem einer Attributstein ausrüsten. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Luck, was die Mine angeht. Die Mine werden wir aber suchen lassen, die werde ich nicht skippen. Das wird dann doch ein bisschen zu teuer werden. Ich hoffe mal, dass wir die Waffen einigermaßen schnell finden werden. Das sollte, denke ich mal, hoffentlich zumindest nicht so das Problem sein. Wir haben hier eine 4200er Geschick, also eine einzelne Attributswaffe. Die kaufen wir mal in der Hoffnung, dass in der Toilette da was Gutes bei rauskommt. So, den Manatini, den glaubt, den kann ich nicht mehr gebrauchen. Den werfen wir mal hier für den Füllstand rein und dann schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Intelligenz, aber leider ein Bogen. Ja, gut, da haben wir leider ein bisschen Pech gehabt. Ist egal, ich gebe ein bisschen Gold aus. Ja, ist zwar eigentlich nicht worth so, aber für so eine gute Waffe, ja, kann man das, denke ich mal, schon mal machen. So, aber sollte natürlich sich alles hier im Rahmen halten. Da haben wir wieder eine, aber da ist die Spanne nicht so gut. Geschick 4300. Also wenn das eine Intelligenz Ausdauer, ja, die wäre, also ich meine, so eine Waffen wären halt für die Begleiter auch nicht schlecht, so, ne? Das wäre halt auch nicht verkehrt. Allerdings möchte ich halt wirklich nicht so viel an Gold ausgeben, weil mir, dann sind mir dann doch die Skillpunkte tatsächlich ein bisschen zu schade für, muss ich sagen. Aber die Spanne sah schon sehr... Sag mal, was ist denn los? Warum sind das denn alles Geschickwaffen hier? Die haben alle eine 4100er. Die sind schon ganz nice. Aber das muss natürlich auch intelligent sein. Genau sowas haben wir gesucht. Da haben wir Waffe Nummer 1. So, 2600 Intelligenz. Eine gute Spanne da am Start auf jeden Fall. Bis 4200 rechts raus. Und dann begeben wir uns mal auf die Suche nach der zweiten. Also diese Geschick-Intelligenzwaffen, ne? Die sind wirklich, ja, nicht gut. So, da haben wir jetzt noch eine. Allerdings ohne Sockel. 4200. Ja, also ich sag mal, da geht von der Spanne auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber das ist schon ganz in Ordnung. Büßen hier zwei Intelligenzpunkte ein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Zwar ungesockelt, das tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Allerdings haben wir ja zurzeit noch ein paar Pilze am Start, aber die möchte ich auch möglichst ein bisschen behalten noch. Wir haben ja momentan noch diesen Bonus von dem Flatrate-Saufen, also ich bezahle keine Pilze, deswegen stagnieren die hier total. Und ja, deswegen sockeln wir das Ganze mal für Pilze. So, machen noch ein paar Attributpunkte rauf hier, mal gucken. Das tut schon ziemlich weh, muss ich sagen. 2100. Wir machen erstmal zweimal. Das kommt natürlich jetzt nicht an unsere fünffach verbesserte Waffe ran. Das ist ganz klar. Trotzdem sind wir von dem Intelligenzwert natürlich deutlich, deutlich weiter. Und ich muss sagen, jetzt das lohnt sich jetzt in meinen Augen jetzt nicht großartig, nochmal hier extra Attributpunkte raufzuhauen, nur ja, um den Schilling zu besiegen. Ich hoffe mal, das kriegen wir auch so hin, auch wenn wir da ein bisschen einbüßen, haben wir trotzdem im Vergleich deutlich, deutlich mehr Intelligenz als vorher.
Und ich hoffe einfach mal, dass das reichen wird für den Schilling, ja, damit wir den auch grün und blau hauen. Ja, guten Morgen. So, dann gucken wir mal, was bringen die Schuhe, nicht sehr viel. Da kann das weg, das kann weg, das kann weg. Den Martini, wir haben mal Gegenstände vergleichen. Ich guck mal, ob mein Begleiter noch irgendwie, das noch jemand gebrauchen kann. Aber das sieht, glaube ich, sehr schlecht aus. Achso, das ist eh nur für einen Krieger. Aber der Dreier. Hm, 50, ja. Das sind knapp 30 mehr auf die Main-Attribute. Aber ich glaube, ja, nee, das müssten wir dann auch wieder upgraden. Gut, dreimal sind die Handschuhe jetzt nur geupgradet. Scheiß drauf, habe ich jetzt keine Lust drauf. Zerlegen wir. So, auch wenn das vielleicht die der Manatini in dem Fall vielleicht etwas besser gewesen wäre. So, aber ja, da habe ich jetzt doch nicht so die Lust für. Gut, wir haben auf jeden Fall in der ersten Folge die beiden Waffen gefunden. Das ist sehr cool. Ich bin jetzt auf der Suche auf jeden Fall nach Intelligenzsteinen. Ja, zwei Stück brauchen wir an der Zahl, große, wenn es natürlich geht, ne? Und die kloppen wir dann da rein. Und das zählt ja dann nochmal doppelt, weil es halt in der Waffe drin ist. Stimmt, was wir nicht vergessen dürfen, ist auf jeden Fall hier das noch zur Hexe zu bringen. Für den extra kritischen. Für den extra kritischen Schadensbonus. So. Zack. Haben wir das auch. Gegenstand ist verzaubert. So, jetzt haben die beide nochmal 5% kritischen ja, Bonus drauf von der Hexe. Und dann haben wir jetzt erstmal soweit alles abgedeckt. Gut, dann warten wir auf die zwei Edelsteine, dass die kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.